Auseinandergehen, bitte. Ein Abstand von 1,5 Meter einhalten und möglichst sich vermummen. Wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept mit der Versammlungsbehörde besprochen und das wollen wir unbedingt einhalten. Als zweites freue ich mich sehr, dass Sie mit uns zusammen den 75. Jahrestag der Befreiung begehen wollen. Und Sie sicherlich so, wie wir der Meinung sind, es ist wunderbar, dass wir heute einen Feiertag haben, aber er sollte immer sein. Und er sollte allen die Möglichkeit geben, an die Tat zu erinnern, dass wir befreit worden sind vom Faschismus. Und man kann nicht genug den Sowjetsoldaten danken, die hier begraben liegen. Sie wissen, das ist ein Friedhof. Auf diesem Friedhof liegen mehr als 7000 sowjetische Soldaten. Das sind Menschen aller Nationalität, also Russen, Ukrainer, Kasachen, Balten. Sie waren Mitglied der Roten Armee. Sie haben ihr Leben gelassen, damit wir seit 75 Jahren ein Leben in Frieden hier haben. Wir wollen, dass das immer so bleibt und setzen uns dafür ein, dass der Tag der Befreiung für alle ein Gedenktag ist. Und damit unsere Kinder und unsere Enkelkinder auch wissen, warum wir den Tag der Befreiung begehen. Ich darf Ihnen ankündigen, jetzt die Rede des Bürgermeisters von Treptow-Köpenick. Corona-bedingt kann er sie nicht hier halten. Er hat sie uns als Audiodatei geschickt und wir sind so klug und spielen sie heute mehrmals am Tag ab. Ich habe auch den Vertretern der russischen und der belorussischen Botschaft die Möglichkeit eröffnet, dass sie ihre Reden hier halten können. Das haben sie nicht gemacht. Also, jetzt kommt die Rede des Bürgermeisters und ich sage nochmal, Abstand halten und bitte vermummen. Zum 75. Mal der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Der 8. Mai ist jedes Jahr für uns ein Tag, an dem wir an das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte und an das Leid von Millionen Menschen erinnern. Der 8. Mai 1945 gilt als der Tag der Befreiung vom menschenverachtenden Regime des Nationalsozialisten und dies spätestens seit der historischen Rede von Bundespräsident von Weizsäcker am 8. Mai 1985 auch in ganz Deutschland. Das größte sowjetische Ehrenmal hier im Treptower Park ist ein guter Ort, an dem wir gemeinsam der Befreiung vom Nationalsozialismus gedenken können. Denn es ist eine Gedenkstätte für die im Kampf um Berlin gefallenen Soldaten der Sowjetunion. Dieses Ehrenmal wurde bereits am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag des Kriegsendes, eingeweiht. Die monumentale Gedenkstätte, die vom Juni 1946 bis zum Mai 1949 als Ehrenmal im stalinistischen Stil errichtet wurde, ging aus einem Wettbewerb hervor, den die damalige Militärregierung auslobte. Gerade die damalige Sowjetunion trug die Hauptlast des Krieges, was die Zahl der gefallenen Soldaten und der zivilen Opfer angeht. Nicht zuletzt deshalb ist der Zweite Weltkrieg auch heute noch sehr präsent im kollektiven Bewusstsein der Russen. Gemeinsam haben wir eine historische Verpflichtung, so etwas nicht wieder geschehen zu lassen. Heute leben wir gemeinsam in einem weitgehend friedlichen Europa. Inzwischen sind es 75 Jahre des Friedens. Menschen meiner Generation kennen keinen Krieg aus eigenem Erleben. Dies ist keine Selbstverständlichkeit. Daher muss die Erinnerung an das Vergangene wachgehalten werden, damit wir aufmerksam bleiben
für die Gegenwart. Aufmerksam sein heißt für uns, dass wir uns gegen jede Form von Nationalismus, Rassismus und Intoleranz wenden. Denn auch heute gibt es Menschen, die verführbar und empfänglich sind für solches Gedankengut. Mit dem Bündnis für Demokratie und Toleranz, das im Jahr 2000 auf Initiative der Bezirksverordnetenversammlung gegründet wurde, setzen wir uns in Treptow-Köpenick gemeinsam mit vielen Vereinen, Unternehmen, Kirchen und anderen Institutionen für die Stärkung der Zivilgesellschaft, für ein demokratisches Miteinander und gegen rechtsextreme Aktivitäten ein. Der Bund der Antifaschisten Treptow setzt sich seit vielen Jahren für die Aufklärung und den Kampf gegen Rechtsextremismus ein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Geschichte zeigt uns, wozu Menschen fähig sind. Daher gedenken wir heute der vielen Millionen Opfer des Zweiten Weltkrieges, die uns mahnen für die Zukunft. Vielen Dank. Die Leute in den Lagern, die Zwangsarbeiter. Für dies war es auf jeden Fall ein Tag der Befreiung und auf jeden Fall für alle. Der Krieg ist vorbei und deswegen bin ich auch heute hier und will den ein bisschen feiern sozusagen. Und das Wetter passt ja auch. Und macht das Aufstreben der Rechten zum Anwenden zu. Na, auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt wieder ein bisschen im Abschwung, aber wer weiß, wie es nach der Krise jetzt aussieht oder jetzt mit der aufkommenden Wirtschaftskrise. O partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Che mi sembra di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Questo è il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Nella notte ci guidano le